Let's go, ihr lieben vertrautes Glück heute bei Liedergut. Ich darf euch ja ganz stolz verkünden und ganz happy natürlich. Johannes Oerding ist im Interview heute. Der verlorene Sohn kehrt zurück, da wo er hingehört. Da wo er hingehört, vors Mikrofon, ins Radio. Genau, ich freue mich, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du weißt, du bist immer ein Herzensgast und immer willkommen. Day Schön. And night, 24/7. Schön. Ihr Süßen, wenn ihr das gerne sehen wollt, ich muss sagen, Johannes hat so einen ganz süßen Hut auf. Ich mag Hüte so gerne und krieg gerade noch mal den Impuls, auch noch mal mich zu trauen, einen Hut zu tragen. Schaut euch sehr gerne an, unser Gespräch, auch auf unserem YouTube-Kanal Liedergut. Da könnt ihr alles auch sehen, Johannes. Und ich bin nackt, das sollte man auch noch dazu sagen. Muss man als Triggerwarnung wahrscheinlich noch mal vorab den Leuten sagen, bevor sie sich gleich erschrecken. Ich wollte gerade sagen, Johannes Oerding in ganzer Pracht. Hab's extra nicht gesagt und dann sagst du, ich bin übrigens nackt. Genau, in ganzer nackter Pracht. Ansichtssache, die einen sagen so, die anderen, okay. Das ging schnell, da sind wir wieder. Sag mal, du hast eben den Arm ein bisschen hochgemacht. Ich habe irgendwas Goldenes an deinem Handgelenk gesehen, wenn wir schon beim Video sind. Gold? Na, Silber. Gar nicht, ist nee. Ah ja, schön. Guck mal. Ich bin mehr so eher Metall-Silber-mäßig unterwegs, anstatt Gold. Hm. Ja. Ich bin ganz Gold und als der liebe, weißt du eigentlich, seitdem ich Corona hatte, wir sagen es im Team, aber ich empfinde es wirklich so, ist das Gedächtnis hat gelitten. Mein Namensgedächtnis hat gelitten. Es fällt mir verzögert ein. Ich wollte Calvin Jones sagen, aber ist erst jetzt wieder eingefallen. Ja, ich habe das aber schon öfter gehört. Also das gibt wirklich die unterschiedlichsten Nachwehen, sag ich mal, von Corona. Ich habe es ja auch vor kurzem erst gehabt und toi, 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 ich habe noch nichts an mir entdeckt, was darauf hindeutet, dass ich bleibende Schäden habe. Aber ich habe das schon öfter gehört, dass man auch irgendwie so kapazitätsmäßig drunter leidet oder Müdigkeit und dergleichen. Also ich hoffe, nein, das wird auf jeden Fall wieder weggehen bei dir. Du bist doch viel zu jung dafür, um jetzt schon ins Grübeln zu geraten. Johannes und ich sind ja ungefähr gleich alt und ich wollte schon sagen, Johannes, vielleicht liegt es am Alter, aber da du nichts hast, bin ich total beruhigt. Ja, nee, genau. Nee, wir sind noch viel zu jung dafür. Das geht schon. Sehr, sehr schön. Ja, weil der liebe Calvin hat mir nämlich im Interview erzählt, der hat eine neue Goldkette bekommen. Das hat natürlich was mit Sing Mein Song zu tun. Er hat sie von einer Mitstreiterin jetzt bei Sing Mein Song geschenkt bekommen. Von der lieben Elif. Eine richtig schöne, massive Goldkette. Und auf die habe ich ihn angesprochen. Er liebt Goldschmucken. Deswegen, ich dachte, du auch, aber du bist Silber. Okay. Ja, Calvin ist aber auch, das passt aber auch total geil zu ihm. Der hat auch bei Sing Mein Song immer ganz viel Goldschmuck an den Fingern gehabt, an den Armen. Das passt aber auch immer zu seinen Outfits. Und das war wirklich echt ein Bild für die Götter jeden Abend, wenn er da auf der Bühne stand. Das hatte wirklich Star-Appeal und er kann es tragen, ganz klar. Ich wollte eigentlich erst später auf Sing Mein Song zu sprechen kommen, aber jetzt sind wir durch die Goldkette jetzt schon reingerutscht. Ja, du hast ja, seit 2019 sind sie dich ja auch nicht mehr losgeworden bei Sing Mein Song, ne? Nee, irgendwie ließ sich das nicht verhindern, nochmal dabei zu sein. Aber ich freue mich natürlich erstmal, große Ehre, gefragt zu sein und gefragt zu werden für dieses Format, weil ich finde nach wie vor, dass es das ehrlichste und authentischste Musikformat im deutschen Fernsehen ist. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch mein absolutes Hobby, was wir da machen. Und ich darf da irgendwie meinem Hobby frönen, meiner größten Leidenschaft Musik machen, mit anderen über Künstlerbiografien sprechen, Geschichten austauschen, lustig sein, was trinken. Also ich würde da sogar Geld für bezahlen. Also von daher, sag das nicht zu laut, weil nachher muss ich noch Geld dafür bezahlen. Ich finde auch, aber das Format ist für dich gemacht. Ja, absolut. Ich freue mich auch jedes Jahr darauf, wirklich neue Freunde zu machen und ein tolles Netzwerk einfach an kreativen, spannenden Menschen zu haben. Es ist schon echt ein, da bin ich schon sehr dankbar. Wenn man kurz die Historie, 2019 warst du selbst Gast. Also du bist eingeladen worden zu Sing Mein Song als Gast. Und genau. Da hat das der liebe Michael Patrick noch gehostet sozusagen. Und genau. Du hast dieses ehrenvolle Amt dann übernommen.
Genau, ich habe ein Jahr ausgesetzt. Nachdem ich als Gast da war, musste ich erstmal wieder auf Tour gehen, wie das so ist. Musste ich meinen eigentlichen Beruf ausüben, Musiker auf der Bühne. Und dann wurde ich aber auch schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da als Host oder als Gastgeber die Runde zu ein bisschen zu leiten, zu machen. Im Grunde genommen ist man ja einer von vielen oder eigentlich derjenige, der nur so ein bisschen die Struktur wahrt. Im Grunde genommen bin ich ja kein Moderator oder dergleichen, sondern ich versuche hier und da ein paar Denkanstöße reinzuschmeißen, sodass wir ins Gespräch kommen und irgendwie rollt dann die Lawine von selbst irgendwann. Und ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal Gastgeber gewesen. Das heißt, ich kannte mich aus. Ich bin auch der einzige Host, der jemals eine Staffel in Deutschland gemacht hat und jetzt in Südafrika. Also das heißt, ich habe auch den direkten Vergleich und leider muss ich sagen, Südafrika gewinnt. Ja, das haben wir uns auch gedacht, dass da Südafrika gewinnt. Allein weg zu Ja. sein, die Umgebung, der Geruch, der andere Himmel, es ist irgendwie, Absolut. es ist was anderes. Ja, wie schön. Du hast eben gesagt, ich freue mich darauf, neue Freunde zu machen. Und das ist ein Ausdruck, den kenne ich gar nicht, aber das ist ein schöner Ausdruck, weil es auch, Freunde kriegt man ja nicht unbedingt geschenkt, vielleicht Begegnungen, aber daraus dann auch was zu machen. Deswegen bin ich gerade Absolut. darüber gestolpert. Du hast das mit Bedacht gewählt, ne? Ja, absolut, weil natürlich wird man einfach zusammengewürfelt und man muss schon auch proaktiv so ein bisschen was tun dafür, dass man sich befreundet oder anfreundet. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun und mit sich öffnen zu tun. Und das ist das Schöne an Sing Mein Song, da ist, das ist ein Format, wo das möglich ist, wo man halt das Drumherum vergisst und auch mal unter KünstlerInnen Dinge bespricht, die man auch nur mit seinesgleichen in dem Fall so besprechen kann manchmal. So die Ängste, die wir halt Leute, die wir in der Öffentlichkeit oder auf der Bühne oder wo auch immer haben, da teilt. Und dann merkt man sehr schnell, dass wir alle Übereinstimmungen haben, dass wir alle Überschneidungen haben und alle auch die viele gleiche Probleme erlebt haben, Höhen und Tiefen. Und das verbindet natürlich. Und wenn man dann kein Arschloch ist, dann freundet man sich an. Was ich bei Sing My Song so wunderschön finde, ist, dass es auch so eine kleine Hommage ist, sozusagen. Wie so eine, man ist ja auch gezwungen, sich selbst zu reflektieren, weil jeder sitzt da ja gleich und man bekommt sich selbst präsentiert, also seine Werke und das, was es auch mit anderen gemacht hat. Das finde ich als Zuschauerin halt so besonders, dass es auch so ein bisschen schon jeder für sich wie sein Lebenswerk ist, was man auch irgendwie präsentiert bekommt, weil da machen ja natürlich auch nur Leute mit, die auch schon einiges ja, zu zeigen haben. Das stimmt. Sing mein Song ist. Man kriegt den Spiegel vorgehalten, den eigenen, aber man hält ihn auch irgendwie den anderen vor, also weil man sich ja damit befasst und beschäftigt und man weiß Bescheid über die Geschichten der Songs und warum und weshalb und was man noch nicht weiß, erzählt man sich dann auf der Couch. Und da sind wir auch schon eigentlich bei den bewegendsten Momenten. Also wenn ich mal so in mich hineinhorche, dann war für mich oder ist für mich eigentlich immer die eigene Show, in der dann die anderen deine Songs singen. Mit das Highlight, weil man weiß nicht, was sie sich ausgesucht haben, warum sie sich ausgesucht haben und da entstehen plötzlich dann Dinge, die einen wieder triggern, die man auch teilweise verdrängt hatte und gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. So geschehen auch in dieser Staffel. Also ich erinnere mich da an Clouseau, der einen Song von mir gesungen hat, den ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nur einmal auf einer Bühne gesungen habe. Und aus guten Gründen. Und dann über diese Gründe nachzudenken und zu reden. Allein das hat das schon sehr besonders für mich gemacht. Oh, das ist ein Teaser. Wir können es nicht erwarten, Nee. dich da in der Staffel zu sehen. Das ist ein Ding. Ja, und dann bist du auch noch selber Fan von so viel. Ich meine, bin ja zu Elif-Konzerten gegangen, Lotte hat bei mir Vorband gespielt, SDP kannte ich schon auch von diversen Feiern und Partys backstage irgendwie in Berlin. Clouseau höre ich mein Leben lang seine Alben, seine Mucke und da auf einmal sind dann diese Jungs und Mädels da und singen für dich. Und sing mit dir und das macht was mit einem. Und jeder, der jetzt in diesen neuen Staffeln da war und nach Hause gegangen ist, selbst wenn er vorher Ressentiments hatte und vielleicht Bedenken, der geht da nach Hause und sagt, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel mit mir macht.
Lotte haben wir die letzten Jahre begleitet. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie dabei ist. Sie hat im Wohnzimmer alleine mit ihrer Gitarre auf das, was da noch kommt, gespielt. Und mir ist dabei aufgefallen, was für eine fantastische Musikerin sie ist. Also es sind natürlich alle fantastische Musikerinnen und Musiker, aber die hat auch anders irgendwie gespielt nochmal live. Das war, da habe ich gedacht, wow, die kann richtig geil Gitarre spielen und da ist richtig was dahinter. Also ich bin Lotte-Fan sozusagen. Das ist so, wie ich Lotte kennengelernt habe. Also sie hat bei mir, wie gesagt, vor, ich glaube, 8 Jahren oder so Support gespielt und so stand sie damals auf der Bühne, wirklich nur mit so einer halbakustischen E-Gitarre bewaffnet. Die war viel größer als sie, diese Gitarre. Aber sie hat die halt toll gespielt, sehr zerbrechlich, sehr intim und hat dafür gesorgt, dass viele tausend Leute beim Support-Act auf einmal leise und ruhig waren und zugehört haben. Und das ist, glaube ich, auch ihre große Stärke. Und die zeigt sie ein ums andere Mal auch jetzt bei Sing Mein Song. Johannes Oerding ist heute zu Gast bei Lieder, Good Music Made in Germany, die Radioshow, und hat natürlich auch was im Gepäck für uns, nämlich eine wunderschöne neue Single, die so gute Laune macht, die so ein schlimmer Ohrwurm ist auch. Das ist natürlich fies, das wusstest du wahrscheinlich schon vorm Release. Also man hört irgendwie die ersten paar, oh Gott, und da weiß man schon, nein, den habe ich jetzt wochenlang im Kopf, ne? Das Gemeinste ist tatsächlich an Plan A. Der Refrain, der bleibt wirklich ganz gut hängen, weil er eigentlich simpel ist. Er ist wirklich simpel. Genau. Das ist ja fast eine Kindermelodie, aber man sucht das manchmal auch bewusst. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die auch so hängen bleiben. Und wenn man dann nur noch auch noch so ein, ja, mein Plan, ist ja auch noch nicht mal viel Wort, ne? Also dann bleibt das hängen. Aber mir war wichtig, dass ich in diesen Zeiten, auch wenn es vielleicht erstmal als Kontrastprogramm wirkt, mit einer fröhlichen Nummer oder mit einer, wie ich sag mal, einer bejahenden Nummer rauskomme und nicht mit einer großen Weltschmerznummer, denn da habe ich auch viele von geschrieben und ich hatte aber das Gefühl, dass man ganz gut jetzt sowas gebrauchen kann, weil wenn wir schon aktuell sind, ich finde, ich rede da über Alternativlosigkeit. Plan A, ich habe keinen Plan B, sondern es gibt nur diesen einen Plan A. Und mir ist aufgefallen, Frieden ist eigentlich auch so ein Ding. Da gibt es gar keine Alternative zu. Es gibt keinen Plan B zu Frieden. Eigentlich muss Frieden immer Plan A sein. Und deshalb kann ich selbst in diesen Zeiten eine Verbindung zwischen diesem fröhlichen Song und dem, was da draußen gerade passiert, finden. Als die Zeiten sind schnell so gekommen, was wir oder ich wir eigentlich gedacht haben, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Als diese Nachrichten so kamen, war mein erstes Gefühl, ist die Zeit doch gar nicht mehr dafür, ne? Weil alles wird ja auch bunter und auch toleranter und eben nicht mehr so eingeschränkt und für Offenheit und Weltoffenheit und mal ein Bewusstsein zu bekommen, Ausbeutung nicht so gut, weil ist ja alles nicht mehr so richtig. Also wir müssen mal schon ein bisschen mit der Natur leben und einfach mal gucken, dass wir alles nicht so zerstören. Ne? Das ist überall angekommen. Und dann auf einmal, Krieg, passt doch völlig nicht mehr in der Zeit. Das ist nicht korrekt. Ich fürchte, dass das nur in unserer Welt, in unserer Blase angekommen ist oder wir vielleicht auch zu lange hier in Watte gelebt haben und leben, was ja auch schön ist. Aber es gibt noch viele Orte und viele Regionen auf der Welt, die, ich glaube, weitaus archaischer und reaktionärer an gewisse Probleme oder Problemlösungen oder Ideen rangehen. Siehe halt eben das, was gerade da in der Ukraine passiert. Es ist unvorstellbar und das ist auch das, was mich so fertig macht. Wir sitzen hier und wir konnten da gar nicht mit umgehen. Wir können da gar nicht mit umgehen, weil wir gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass sowas jemals wieder passiert, auf diese Art und Weise. Und das macht einen natürlich hilflos. Und diese Hilflosigkeit, die nervt natürlich, dass wir einfach nichts machen können. Wir können einfach nicht wirklich Einfluss nehmen darauf. Wir können bestenfalls Einfluss darauf nehmen, dass wir Menschen, die jetzt gerade vom Krieg flüchten, irgendwo versuchen, hier eine Heimat zumindest zeitweise zu geben. Und ansonsten muss man eigentlich, glaube ich, nur Hoffnung haben und beten oder Daumen drücken, was auch immer, dass da doch überall noch vernünftige Menschen sind, die auch Familie und Kinder haben und nicht zu weit gehen.
bei den Spendenaktionen, die wir jetzt mit unterstützt haben, auch teilweise selbst mitgemacht haben mit unserer Sendergruppe, da ist mir aufgefallen, das fand ich ganz toll und auch ganz wichtig, dass da ganz viele Kinder mit dabei waren, die auch was gebracht haben, ne, von sich einfach. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man bei den Kleinsten einfach anfängt, dieses Selbstverständlichkeit des Helfens. Ich weiß, jetzt ist Krieg, der ist so nah, deswegen bedrückt es uns vielleicht mehr oder reißt es uns vielleicht mehr ins Bewusstsein, guck mal, so nah ist Krieg. Aber es gibt ja so viele Kriege gerade auf der Welt, dass man einfach den Kleinsten schon mitgibt, okay, wenn es irgendwie was gibt, Frieden, und wenn jemand Not ist, helfen. Einfach, einfach oder selbstverständlich so. Ja. Da siehst du mal, wie verzerrt die Wahrnehmungen sind. Ich glaube, es gibt Menschen, die in den Kriegsparteien ganz andere Wahrnehmung haben, die wirklich denken, dass das, was sie da tun, einfach der gerechte Ansatz ist. Aber das war ja schon immer so. Ich glaube, was einfach der Schrecken der ganzen Sache jetzt ist, dass da auf einmal nicht irgendwie ein kleiner Region irgendwo Krieg ausbricht, sondern hier geht es auch um Nuklearmächte und dergleichen. Und das ist immer noch, ich sag mal, ein Wort, was uns alle einen kalten Schauer über den Rücken gehen lässt. Vor allem, weil wir gerade im Begriff waren, eigentlich diese Erde zu retten, ne? Und diese Welt und das Klima irgendwie noch auf die richtige Bahn zu lenken. Und dann kommt so eine Scheiße. Also wie gesagt, mich völlig macht das traurig. Ich war ganz woanders, als das passiert ist. Ja. Ich war, ja. Dein Plan A ist Vorbote für was Neues bestimmt, was Großes Neues, was da bestimmt bald kommt. Ich komme ja nicht drum rum. Ich muss auch wieder irgendwann ein Gesamtwerk abliefern. Das ist einfach in meinem Herz drin. Und ich bin fleißig dabei. Ich schreibe viele Songs und es sieht auch sehr gut aus, dass dieses Jahr auch noch was passiert zum Ende des Jahres. Ich bin total gespannt, weil ich noch gar nicht sagen kann, wieso der Gesamteindruck vom Album ist. Es sind nicht nur lustige Lieder drauf. Das ist aber der Zeit geschuldet, über die wir gerade auch gesprochen haben. Es ist sehr viel Zwischenmenschliches drauf. Es ist aber auch sehr viel aus der Vogelperspektive drauf. Also dieses Album hat wie immer keinen roten Faden. Und es geht wie immer mal um mich, aber auch mal um andere. Es geht auch ums Wir. Deshalb, auch wenn man mich da fragen würde, wie beschreibst du dieses Album, kann ich sagen, Leute, es gibt einfach keinen Beipackzettel für dieses Album. Es ist einfach ein bunter Haufen. Johannes Oerding ist heute bei Liedergut zu Gast, hat schon mal seine neue Single Plan A mitgebracht, was wunderschön ist. Ein Vorbote auf ein auf jeden Fall sicher kommendes neues Album, was dann vielleicht wie ein Puzzle ist, was man sich selbst zusammensetzen kann. Genau. Freue ich mich sehr drauf, weil du auch immer schöne Inspiration eigentlich gibst. Deine Lieder sind Entschuldigung. Alles gut. Deine Lieder sind geben Kraft, Inspiration, gutes Gefühl und selbst auch deine ernsten oder traurigen Lieder reißen einen nicht mit runter, sondern holen einen da ab, wo man selbst steht. Sie sind sehr neutral, finde ich, deine Lieder, aber nicht neutral so, dass sie keine Haltung haben, sondern dass man sich sie selbst anziehen kann. Also, weißt du, das ist wie ein Klamottenstück, was man sagt, ach, guck mal, kann ich auch tragen oder ich trage es halt irgendwie anders. Das liebe ich an deinen Songs, ja. Dankeschön. Und ich glaube, was ich immer versuche, weil ich das selber mag, wenn ich Musik höre oder wenn ich auch Filme gucke, ich bin ein Freund von Happy Ends. Und ich mag es, wenn am Ende irgendwo noch eine Tür aufgeht oder irgendeine Wolke beiseite geht und da guckt doch die Sonne durch. Das versuche ich schon auch immer in meinen Songs irgendwie mit reinzubringen, selbst in den noch so traurigen Geschichten, dass am Ende irgendwo ein Ausblick ist. Entschuldigung, Staublunge. Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Ja, trink du mal. Siehst du, das wäre uns mit Wein nicht passiert, Johannes. Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre uns mit Wein nicht passiert. Es ist, genau, und ich glaube auch an diesem Album wird bei allen melancholischen Gedanken wird es am Ende immer ein Schulterklopfen geben und ein Ey, aber es geht weiter. Und das mag ich eigentlich. Bist du ein Mensch, der Geschichten gerne erzählt? Also ich meine das nicht Lügen oder Wahrheit verdrehen oder so. Es ist nicht das. Sondern manchmal sind es ja Geschichten, die man erzählt, auch
barmherzig oder macht man, damit es einem anderen vielleicht gut geht oder so? Oder bist du für gnadenlose Wahrheit? Nee, dann eher Ersteres, denke ich. Also ich bin einfach jobbedingt natürlich auch ein Geschichtenerzähler. Viele davon schreibe ich auf und viele singe ich, viele Geschichten singe ich. Aber selbst wenn ich auf der Bühne stehe, du kennst das ja auch, wir haben ja schon oft das Vergnügen gehabt, auch bei Konzerten, da erzähle ich ja auch mal die eine oder andere Geschichte. Das macht mir Spaß, vor allen Dingen, wenn eine Geschichte einen Anfang, ein Ende und hoffentlich auch eine gute Pointe hat. Und ich glaube auch, man kann auch Geschichten ausschmücken. Man kann auch hier und da übertreiben, um die Geschichte auch dramatischer zu machen und schöner oder irgendwie dynamischer. Aber am besten ist es doch, wenn beides einhergeht, wenn also die Geschichte wahr ist, dass so, dass man nicht lügen muss oder irgendwie die Wahrheit dehnen muss und sie dann noch gut erzählt. Also wahre Geschichten gut erzählt. Das ist, glaube ich, der Anspruch, den ich habe. Wahre Geschichten gut erzählt, da kommen wir doch direkt zu einem ganz wundervollen Moment, den wir geteilt haben, und bald ist es tatsächlich wieder so. Also ich muss sagen, vor drei Jahren war Johannes Oerding bei uns zu Gast beim Liedergutabend. Es war der zweite Liedergutabend, den ich überhaupt jemals hatte, und Johannes war zu Gast. Und damals war alles noch sehr nah, sehr klein, das ging alles, war vor der Corona-Zeit. Johannes hat unser Publikum so geschockt, das muss ich euch ganz kurz erzählen, in einer kleinen Klammer, der hat sich einfach bei einem Song neben einen Gast gesetzt, ganz nah, und hat dort einfach gesungen. Liedergutabend, das sind ja immer sehr klein und intim. Und gerade letzte Woche hat mir jemand geschrieben, weil jetzt die Liedergutabende wieder losgehen können, Corona ist vorbei, und mir hat diese eine Person geschrieben und hat gesagt, weißt du noch, wo Johannes zu Gast war und wo er sich einfach zu uns gesetzt hat und seinen Song gesungen hat. Also das werden die niemals vergessen. Das erzählen die noch, da sind die 70. Und da ist mir einfach nochmal aufgefallen, gerade letzte Woche, als sie schrieb, was für eine Macht wir oder auch du als Künstler, ich als Moderatorin oder Gastgeberin habe, was man für Momente erschaffen kann, die bei den anderen nie mehr weggehen. Was das für eine Kraft ist und wie viel Schönes man mitgeben kann den Leuten. Da hast du vollkommen recht. Man hat eine Macht, eine Verantwortung. Das ist sehr viel Schönes, aber man muss auch wirklich damit behutsam umgehen. Ne? Ich habe das gemerkt, ich war ja auch bei The Voice of Germany in diesem Jurystuhl da, in dem Coachstuhl. Und da drehst du dich dann um, oder auch wenn du dich nicht umdrehst und den Leuten dann letztlich auch sagst, warum du dich nicht umgedreht hast beispielsweise. Und dann habe ich schon versucht, meine Worte weise zu wählen, weil ich mir genau vorstellen kann, dass dieser Moment ein Leben lang dort hängen bleibt. Und dann will man nicht jemanden so entlassen, sagen, verpiss dich, du hast einfach nicht gut gesungen und du such dir einen anderen Job, das ist nichts für dich. Was fällt dir ein, hierher zu kommen? Sondern dann doch irgendwie auch respektvoll und hoffentlich in Würde jemanden auch gute Tipps mit auf den Weg zu gehen und hoffentlich auch ein gutes Gefühl, selbst wenn es diesmal nicht gereicht hat. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden, weil ich weiß, dass die meisten Talente nachher gesagt haben, das, was du gesagt hast zu mir, auch wenn ich nicht weiterkommen bin, das hat mir wirklich geholfen, das nehme ich mir zu Herzen, das ist schön. Und das wird man nicht vergessen. Und wenn ich das mal auf mich spiegel, ich hatte so eine Situation auch, als ich 17, 18 war, habe ich hier in Hamburg mein erstes eigenes Konzert gespielt, 19 war ich. Und hatte so meine drei ersten eigenen Songs, und zufällig war Udo Lindenberg im Publikum mit seiner Gang und kam nach dem Konzert zu mir, klopfte mir auf die Schulter, sagte, ey, du hast ein Goldkehlchen, du hast eine goldene Kugel im Hals, hat er gesagt. Das werde ich nie vergessen, eine goldene Kugel im Hals, musste auch erstmal drauf kommen. Und hat mir noch gesagt, ey, dieser eine Song, so tun als ob, tierischer Song, wann, wenn ich jetzt. Und das werde ich nie vergessen. Und da sieht man mal, das ist jetzt, ja, das ist über 20 Jahre her und ich weiß noch, was ist, als wenn es gestern gewesen wäre. Deshalb versuche ich da schon darauf zu achten, wie man mit Menschen umgeht, die einem begegnen oder die mit einem Foto machen wollen auf der Straße oder wie auch immer, dass das für die jetzt wirklich der Once-in-a-Lifetime-Moment sein kann. Für mich ist es aber einer von vielen vielleicht, aber man muss sich dann in deren Lage versetzen.
Bei unseren Liedergutabenden ist es ja so, dass man sehr nah ist und den Künstler oder die Künstlerin sehr nah mitbekommt. Das ist ja auch gar nicht so oft, dass man sowas erleben kann. Und oft sagen mir die Leute vorher, sie haben ein bisschen Angst. Ne? Weil dann kommt zum Beispiel, du bist zu Gast und die sind so Fan von dir. Und wir kriegen das ja Wochen vorher mit, ne? Dass Leute sich richtig, die würden ja alles machen, um auch oft an diesem Abend mit dabei sein zu können. So. Und dann lernen die, ja, in dem Fall dich, ein bisschen näher kennen. Die erleben dich ein bisschen. Und man lebt ja mit dem Künstler zu Hause. Ne? Der macht ja so viel mit einem. Der erlebt so viel. Und man hat so Angst, enttäuscht zu werden. Ich kenne das selbst von mir. Dass man dann denkt so, oh, ich will jetzt kennenlernen und der ist scheiße. Ne? Was? Das macht ganz, ganz viel kaputt im Leben, weißt du? Absolut. Absolut. Das kann aber auch wirklich passieren. Ich würde auch, wenn da jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat, wenn er mal irgendwo einen Künstler getroffen hat oder irgendwo immer. Natürlich kann auch ein Künstler oder eine Künstlerin immer auch mal einen schlechten Tag haben. Also man kann mich auch mal auf dem falschen Fuß erwischen. Mittlerweile gehe ich dazu über, dass ich sage, pass auf Leute, ich habe hier einen scheiß Tag gehabt. Ich stand im Stau, es geht mir auf den Sack. Ich habe jetzt echt keinen Bock, noch 1000 Autogramme zu geben. Ich gehe jetzt erstmal rein und vielleicht komme ich später nochmal raus. Ist auch schon vorgekommen. Und das muss man auch akzeptieren. Aber du hast vollkommen recht. Das ist immer so ein Vabon-Spiel. Gebe ich mir das? Will ich wirklich wissen, wie er ist? Oder bewahre ich mir diese Illusion? Ich hoffe, ich versuche auf jeden Fall, die Leute nicht zu enttäuschen. Ganz im Gegenteil, hoffentlich noch auf einer anderen Ebene abzuholen. Wie wir das geschafft haben, dass Johannes Oerding tatsächlich nochmal einen Liedergutabend für uns spielen wird, in gar nicht allzu langer Zeit. Und wie ihr euch bewerben könnt dafür, das erfahrt ihr in den nächsten Wochen bei Liedergut. Lieber Johannes, lass uns mal bitte über das Wort Filou sprechen und was deine Oma damit gemeint hat. Ja, was hat meine Oma damit gemeint? Also, ich muss dazu sagen, ich habe einen kleinen Ausschnitt bei Instagram gesehen von Johannes in seinem Video, wo der Junge sieht ja aus wie ein Dressman, Leute. Guckt euch das mal bitte an. Das Video ist, du siehst so gut aus, Johannes. Du siehst so gut aus. Wow. Und das in einem rosa Anzug, das muss man auch erstmal schaffen. Aber du siehst überhaupt nicht rosa in dem Anzug aus. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Du siehst männlich aus in diesem Anzug. Werde ich mal ganz rot hier. Ja, und der hat so die Hosen sind so ein bisschen hochgekrempelt, dass man so das schöne untere Männerdekolleté sieht, also die Fesseln. Wir haben das im Kollektiv zusammen geschaut und wir sind ja fast umgefallen. Also guckt euch bitte das Video an. Und da in dem kleinen Ausschnitt, jetzt bin ich gleich ruhig, in dem kleinen Ausschnitt sagt jemand irgendwie hier Filou und dann sagst du, meine Oma hat das zu mir gesagt. Erzähl mal. Ja, genau. Ich erinnerte mich da auch zurück. Dann war nämlich ein Mädel vor Ort, meine Begleitung, die Kaya, die gesagt, du siehst aus wie so ein Filou. Ein richtiger Filou. Und dann hat es Klick bei mir gemacht. Ich sagte, das hat doch meine Oma auch schon immer zu mir gesagt. Der Hannes ist ein Filou. Das ist ein Filou. Und meine Mutter hat es dann irgendwann sogar übernommen und hat auch gesagt, du bist so ein Filou. Und ich wusste mein Leben lang nicht, was es ist, bis ich dann irgendwann mal gegoogelt habe. Ich glaube, man kann das positiv und negativ auslegen. Eher negativ, scheinbar so ein bisschen so ein Luftikus. Und ich glaube, die schlimmste Übersetzung ist sowas wie Betrüger und sowas. Aber naja, ich habe es einfach, meine Oma hat das, glaube ich, liebevoll zu mir gesagt und auch gemeint. Ja, hör mal, wir haben uns kennengelernt, ich habe recherchiert, weil es mir nie richtig eingefallen ist, weil es schon so lange her ist, gefühlte 20 Jahre, aber so lange ist es noch gar nicht. Das war damals zu deinem dritten Album, Für immer ab jetzt. Haben wir da nicht auch gesungen oder getanzt? Irgendwas haben wir gemacht? Haben wir gesungen? Ich glaube, wir haben gesungen. Irgend so ein Karnevalslied oder sowas? Nee. Wir haben gesungen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich weiß nicht mehr warum, aber es wird seinen Grund gehabt haben. Wir haben auch ein bisschen was getrunken. Johannes hatte so Hunger und der ist gestrandet in Saarbrücken damals. Johannes Oerding gestrandet in Saarbrücken und ich war das letzte Interview und hatte so Hunger und im Saarland kann man wirklich fantastisch essen gehen und wir haben gesagt, komm, wir gehen noch was essen und sind da in diesem Hotel, Bar, Restaurant gestrandet und versackt und wie das mit Johannes so ist. Man muss trinken. Mit dem alten Filou, wie das mit dem Filou so ist.
da muss man ein Gläschen trinken. Apropos trinken. Ja. Das haben einstimmig eigentlich alle sagen von Johannes Oerding auch sehr liebevoll, aber mit großem Respekt deine Trinkfähigkeit. Ja, also ja. Ich weiß ja, dass mir dieser Ruf zuteil geworden ist. Das liegt aber daran, dass natürlich die Leute sehen natürlich im Fernsehen Sendungen wie Sing mein Song. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir immer gemütliche Abende haben. Ist ja nicht so, dass ich durchweg irgendwo auf einer Couch sitze mit Leuten und irgendwie trinke. Und sonst würde ich gar nicht mein Leben auf die Reihe kriegen, geschweige denn eine Tour spielen können mit 3-4 Konzerten. Also, liebe Leute, ich kann euch beruhigen, natürlich trinke ich gerne mal ein Schlückchen, vor allen Dingen, wenn ein Fest einfach so reinfällt, dann finde ich, gehört das für mich immer so ein bisschen mit dazu. Und aber immer in Maßen, liebe Kinder, immer in Maßen. Das ist so. Wie alles im Leben. Das genau. Richtige Maß finden und die richtige Zeit. Sonst wird's langweilig. Sprach Papa Johannes. Oder gefährlich. Oder gefährlich. Du, das waren große Lebensweisheiten, die wir hier gerade von uns gegeben haben. Wirklich. Als Eltern hätten wir eigentlich den Kern schon erfasst. Genau. Und dann wären unsere Kinder trotzdem auf die Party gefahren und wären verstrahlt nach Hause gekommen. Ich war doch selbst mein Kind. Genau, und um 4 Uhr hätten wir die abholen müssen, nachts. Ja, Mann. Lieber Johannes, was wünschst du dir an deinem Liedergutabend zu trinken, wenn wir beim Thema sind? Hast du einen besonderen Wunsch? Stilles Wasser. Stilles Wasser? Nein, auf keinen Fall. Dann hätte ich ganz gerne... ich nehme, glaube ich, einen Gin Tonic. Einen klassischen Gin Tonic. Ach, kein Wein. Das überrascht mich. Nee, ich habe jetzt gedacht, wir machen Gin Tonic, okay. Ich bin noch zu jung für Wein. Ich weiß, bei euch in der Gegend trinkt man das schon mit 6 Jahren, aber ich, da wo ich herkomme, trinkt man eigentlich erstmal Bier und Longdrinks und dann irgendwann, wenn man 41 ist, fängt man an, Weinabende zu machen, Spieleabende und Pärchenabende. Und ich versuche das noch aufzuhalten. Das verstehe ich. Ich danke dir für diesen jungen Moment, den du mir schenken wirst an diesem Abend. Freue ich mich sehr drauf. Lieber Johannes, ich danke dir. Ich danke dir. Es war wie immer wunderschön mit dir. Absolut. Und macht natürlich große Vorfreude auf unser Liedergutabend. Also mein Lieber, Plan A, Johannes Oerding, 1000 Dank. Ich freue mich, ich hoffe, ich weiß noch, wie man singt und wie man Gitarre spielt, aber habe noch ein bisschen Zeit zu üben. Dankeschön, Anna, mach's gut, bis bald. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr Videos wollt, dann abonniert sehr, 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 sehr gerne unseren YouTube-Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und ein Like und kommentiert und umarmt uns und küsst uns, so wie wir euch. Bis ganz bald, eure Audrey. Fertig? Warst du schon? Warum antwortet mir keiner? Wo seid ihr?